Willkommen zurück beim nächsten Part von Paper Mario, was wahrscheinlich den zweiten Lasten oder sogar den letzten Part gibt. Und sind da bereit für den Hype, für den Boss zu klatschen? Ich seh nicht. Ich habe natürlich, wie gesagt, mich ein bisschen präpariert, dass ich dann direkt beim der Final direkt bereit bin, für alles zu machen. Ich habe meine Items auch permanent präpariert, dass ich nicht mehr muss. Nein, geht zurückrennen in die ganze Welt. Ich habe schon einen ganz Kopf Zeit gespürt. Also der Lad nicht alles muss machen. Weil bei meinem Level-Taktiker ist halt immer noch, das nämlich schon so funktionieren auch gut genug. Also dann gehen wir Zeit für an den Boss. Oh, Mario, Alter! Du hast den Boss. Oh, ahaha. Man hat mit meinen alle coole Stimme Mario aus. Ich bin schon auf dich gewohnt. Wir sind erstaunt, dass du so weit kommst. Wie schön für mich. Du bist schon viel zu lang für andere Gesicht klängern. Wird mir ein Fried sind, dich eigenhändig zu zerquetschen. Zu viel Zweitkehr. Mario! Ach, du kannst mich nicht besiegen. Bist du nun besiegbar? Gut, Mario. Lass uns doch einen Blick auf den sogenannten Kraft werfen. Ja, und hey, hör mal, los, dann ist der Kampf. Relativ straightforward, 450 Leben, Mana wie halt als ein echter Kampf. Ne, ist schon ja auch viel mehr Damage auf diese Fight. Und nur denk in der Verteidigung, natürlich das noch nicht so viel Damage. Und ist schon mein Verteidigungsorden. Alle Götten nur gepasst. Ich weiß nicht, statt gleich, weil ich muss nämlich nach einem Kehr nur diesem Kampf einen Caps aktualisieren. Nur wenn es da ist schon alles präpariert, dass ich hier an kurzer Hand sehr fit machen kann. Also gut, genug Lo. Verzeug der Kraft dieses Sternenstabs. Ja. Ja, schön und gut, mit diese ganzen Türfalle für das zu machen. Ich benutze meine Minecraft, die ich. Keine Ahnung. Für ein drei Parts oder so Crew tun, für die Kraft zu annullieren, die sogar gerade da Crew ist. Sternenstrahl! Was zum. Oh, I don't know, was war das? Ja, so viel zu den Bußen. Alles nur mit dem dämlichen Sternenstab lassen. Ja. Schön für mich, ne? Du misst nicht viel, aber ich. Nein, ich relativ sehr da. Du böse kleine Feischling. Du fangst einen Kampf gleich tun. Du bist bei 13 Leben, ne? Bedüht. Du hast noch nicht so viel Damage. Hannisch manchmal diesen Tür anverdaut. Das ist zu easy. Der nächste Kampf ist ganz sehr gemacht. Hoppa. Plop. Davor. Davor. Down. Und die Eva-XP wird natürlich fortgemacht, weil ich kriege ein Level up. Ich kriege so meine letzte Power-Up, den ich kriege in diesem Match. Wow, warst nicht schlecht. Wie warst du so stark gegen? Trotzdem, Bast, bleibst du ein kleiner nervig. Ich habe mich gerade richtig abgewirbt. Das weiß ich, Bowser. Nee, los mich auf Frieden, Mario, hilf mal. Yep. Wenn sich noch an den Peach-Part erinnert, weiß, dass du von Kamikupa Egenops gemacht hast. Nee, das wissen wir ja noch nicht. Wenn du Prinzessin Peach retten willst, sonst mal. Was soll mir vorlesen? Ja. Schon, hi, mein Orden ein bisschen angepasst gehabt. Mit viel Ordens, die halt mal Sachen ändern. Mir schwert lo, für halt. Ein bisschen zu präparieren.
Ich muss nämlich den Dreifachgriff mal aktivieren heu. Und ich werde mal. Oh, was tue ich denn noch gut dabei? Dann tu mir nichts, einfach für RNG. Auch fand ich wahrscheinlich gut nicht darüber gehen. Wie gesagt, ich habe schon noch den Menzenbau gemaxt gehabt. Ich hatte Pummel gemaxt, mir schon eine coole Kämpfe, wo es gibt, für mich sehr rumzukommen. Und jo. Geht dann dem Menzen sehr bei der Bossfight gemacht. Weil, Loh ein richtiger Kampf. Wie gedacht, hat viel bewährt, ganze Kampfgewicht, den hat sich geheilt. Nach meinen Orden, die ich habe, hole ich mich natürlich schon massiv geboost. Weil, ich werde das heute nicht speichern. Wir werden das nur an engem Run machen. Weil mit meiner Präparation, wenn das alles, was ich geplant tun klappt, dann wird mein Hirn auch relativ sehr dauern. Shit, dass es kein Item gibt, was mehr Damage mischt wie 6. Weil dann hätte ich das definitiv mal an der Bossfight mal dran geholt. So. Ahaha, willkommen zu dem Albtraum. Aha, der Schalter. Wo ist denn die geklaut? Du sollst mal dankbar sein, Mario. Weißt du schon seit enger so langer Zeit mein Gegenspieler warst und speziell für den Nijalara-Arena verbrät. Der Schalter wirst du erst im Kristallpalast geklaut. Und du hast Breakfast gemacht. Gut Job. Er ist jetzt in der Fall, du genauso gut. Gefällt sie dir? Du sitzt an der Fall, wie fällt ihn sich du? Mario ist quasi immer sein Fall, Mann. Mario, sie fehlt sich dich. Weißt du, das ist voll geil. Und du nennst du selber halt? Halt mischt vielleicht dumm hätten, aber noch nie schwach. Hast du gelegt, wir wären dumm genug, einfach nur zu gucken, wie du eh Stern nur dem anderen rettest? Och, ist schon eine kleine Vorbereitung präpariert. Eine Maschine, die den Bowser seine Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark gehen, dass nicht einmal die vereinte Kraft von Heiche Sterne gehen genug könnt. Dank meiner Weisheit wird er wirklich unbesiegbar sein. We see that about later, ne? Seid ihr bereit, mein König? Dann hört Kraft an ihr Job. Ja. Ich hatte eine komische Theorie. Was wäre gewesen, wenn am Platz, dass der Bowser die Kraft gekrut hat, ich den anderen gekrut hätte? Mario, Peach, ich würde keinen Koopa selber. Einfach so als der Logik. Was wäre wohl da geschehen? Das wäre schon witzig gewesen, wenn das anders gewesen wäre, als RNG-mäßig. Ja. Und Kami Koopa, das war unglaublich. Ich fühle mich, als gäbe ich ihre Kraft bersten. Da werde ich diesen dreiste Klempner für immer klatschen. Hey, du, Mario. Log sind den ganz ernst, als erst du Schnauzbärt spappen lässt. Berät dich, ob den wieder nach vier. Und ja, Heikentlo will ich mit drei Items nutzen, wo alles komplett erkalkuliert soll sein, wann das lohnt, so als wie ich will. Die Pause wird länger und schleifen, wie den letzten Kampf, wo wir gegen den Meister gekämpft haben. Nee, wir haben natürlich eine viel bessere Präparation für den letzten Dings. Und ich kann mich nicht boosten, wie ich bei all den anderen Bossen gemacht habe, seit ich die Boost-Mähigkeit habe. Du winst da, kann ich einfach nehmen, all in. Weil der Bowser wird ein Kehr angreifen. Und du wirst den Sternstab benutzen. Und ich nutze die Zeit aus, während der Zeit, wo ich sowieso nichts machen kann. Dann hören wir halt diesen Sternenwind nach. Weil das alles fertig kalkuliert, dass ich können wirklich sehr down machen. Weil Toten aus ein richtig sehr mit Todmenger Meinung. Kenger, wie viel mal ruf? Um 3:50 und Tour 2? Ich werde quasi, wenn nicht da gehen könnt, nicht mal low kommen. Und Merle,
Du kriegst wirklich allkästen Timing hin, den zu spät hast. Ja, weil wir können nämlich so eine Katze. Das ist eine Zeit, mein Kraft mit einem guten alten Sternenstab zeigen. Und ja, und hier ist der Moment, where it's all too late. Ich brauche mich nicht zu boosten, weil ich komme nicht ohne. Nee, ich kann auch nicht das Wort benutzen, den normalerweise du generell einfach ignoriert. Nee, Zeit für den Sternenstrahl. Aha, du Idiot! Das schwere Attack kann mir gut nichts unhun. Oh nee, wir sind noch Schwierigkeiten. Sternstrahl funktioniert nicht. Oh, das übelste Monster wird also ganz sicher ordentlich zerdreschen. Und ich meine, wenn ich mich recht daran erinnere, als Allpartner hat es nicht etwas anderes dazu. Oh nee, Mario! Was kann ich denn mehr machen? Wenn es so weitergeht, wird der Bowser klatschen. Ich nicht, musste Mario helfen. Für wahr musst du eigentlich die ganze Zeit den Fress abmachen? Sie werden traurig. Sorry für die kleinen Hiccup. Oh, Prinzessin Peach, bist du mal okay? Ich befreie dich von dieser Fesseln. Es ist verwundert, dass man den Herrn überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Twink, ist sie so froh, dass es dir gut geht? Und ja, man kennt auch in DL, den aus komplett geskriptet. Da kann ich auch mehr schmecken. Das ist so ähnlich wie den ersten Fight, den man gemacht hat. Den aus komplett geskriptet. Du unverschämt klingt stärker. Wie kannst du entfohlen? Du klingst Heißsporn. Du bist viel zu klein, um viel gegen mich zu kämpfen. Ich schau keine Angst für an der. Oh, sehr vorsichtig, Twink. Da haben wir mal einen Rampler. Badum. No damage. Wird mich da etwas gekitzelt? Oder etwa dein Ugriff? Ja. Dann fokussier mal, Peach. Oh, Twink. Ja, mach hier mal ein bisschen mich stark. Das ist ein bisschen lächerlich gewischt. Und du kannst mit dem Block, den du mal 400 am ersten, nach dem Prolog und 400 geschmissen hast. Okay, und hab Damage gemacht. Jetzt sind wir guten Twink mehr leer wie Cammy Cooper. Oder hast du gelämmelt? Kann ich nicht so und geht leider nicht gewesen. Du mies Fretsche. Kannst du es doch ein bisschen kämpfen? Wir wollen hier von der Logik geführt, vom normalen Damage, den Peach King macht. Wäret das denn. Dass ein Twink nicht so funktionieren. Weil quasi Level 1 das. Und er wird geboost nonstop von Peach. Ja, yeah. Was geht euch viel? Täuschen ich mich oder geht das Stärke einfach mich stark? Weitere Fokussierer. Und der Fokus aus dem Funk, sie wünscht ihn, mischt am Spiel. An all Wunsch. Mischt natürlich auch. Die Sterne mich stark, das ist die normale Logik davon. Bödum, Reiset hat extra leicht, weil es nämlich nur noch. Ab es sieht, nur hier sind Asian-Mugraffen. Because of reasons. Das auf jeden Fall schon mal ein bisschen, also seriös, mal auf eine große Fatmanisch verdient hat. Das kann nicht Sinn, mein Ugriffer sind unwirksam. Du hast schon ein normaler Block auf dem Geschmack. Dude, really? Oh nee, ich erinnere mich nicht mehr. Die Sterne beziehen ihre Kraft als der Wunsch von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wunsch von Preetz, die Wunsch von Peach, gegen diesen Sterne kann sie in Kraft. Ja, und du gehst down. Und
Aber sind wir hin mehr stark am Paper Mario 2, auf dem Eon-Tor. Okay, Big Bowser, schon versucht. Yep. Das ist ja nicht so, wie man hat quasi meistens eine Stunde. Oh ja, wir haben nicht gepackt. Du musst mir den Mario retten. Nee, was kann ich nicht mehr machen? Ich weiß es, Prinzessin. Wünsch dir etwas. Genauso wie es bei mir gemacht ist, wünsch dir etwas, für das die Heilsterne mehr Kraft kriegen. Denk und Kinnikreich, Sterregard, Mario. Schicke Wünsche an all und Sterne, während du an all das denkst. Wenn der Wunsch stark genug ist, werden Sterne erreichen und ihnen Kraft geben. Okay, Twink, ich werde es probieren. Ich werde nachhelfen. Was ist los, Mario? Kann es sein, dass du Kraft verlässt? Du sollst mich trainieren. Es ist Max Level, Dude. Du bist Half-Life. So, shut up. Oh, Mario, ich finde die Kraft am strebt. Ehrevoll Sterne, ich werde alles machen, für euch zu helfen. Twink? Was für eine Überraschung. Ich will, wie uns die Wünsche von der Prinzessin an dem gesamten Königreich mit Kraft erfüllt. Vielleicht können wir logisch der Bowser seine Kraft ankommen. Lo Mario, gib nicht ab. Wir stehen alle gut miteinander. Empfang als Kraft, ein Gift erbascht. Setz die Sternenstrahlen an. I've got the power! Sorry, das war ein bisschen zu viel. Sternstrahl ruft mich stärker, nicht nur Peachstra. Mario wird Peachstra erlernt. Das geht halt los. Ja, lo geht der richtige Kampf los. Lo kriegst du ein. Mario, stehst du nach immer? Kämpf einfach ab, du wirst mich niemals klatschen. Oh doch, lo bist du fertig. Lo werde ich dich also nehmen. Wir haben alle, all Tour als präpariert. Du bist nicht mehr viel. Als Soldat, Kraft vom Sternstab aus der Lusch. Ja, all das, was ich heute präpariert habe, hätte ich auch am ersten Fight machen können. Ich wäre relativ sehr dann gewischt. Dieser Kampf ist noch nicht frei. Dude, ich habe erst du dich unverwundbar gemacht. Ich habe dich schon low geknüpft. Hallo, müsst du nicht mehr gegen mich. So, Sternenwind. Alles ist präpariert. Ein Tarngel extra für ein Tour unsichtbar geht, also extra Safety Ness. Ich hätte natürlich nach Enker aggressiv kennt, sind mehr. Ist in ihnen den Hüllet leben einfach. Nee. Wenn ich der App ist Kasson, ist schon den dritten Soundtrack. So gern. Und bedenkt den, ich schon los schon ab 31 KP auf dem Mograph. Und das ist viel. Und hier mischt nicht, ich bin 2 Tier safe. Ich kann einfach voll drauf haben. Ja, hier ist Rosen, ihr trifft mich nicht. Tja, tja, tja. Und das geht auch los weg. Und hört los eins, und hört zwar, seid ihr gepowert, Goof, ich lebe weiter. Also, ich verteile schon weiter. Nee, das hilft ihm nicht. Wett? Wett? Ja, da gibt keinen Sinn. Weil von der Logik fehlt sie nicht mehr, wenn ich mich schäle. Oder ist etwa die Transparenz zählt auch als Halo. Das Logik, ey. Egal. Egal, was geschieht, du kriegst mich nicht da und du bist dafür schon ultra low. Ich hund dich an 2 Tier. Hund ich durch Half-Life geknüpft. An 2 Tier. Die 30 KP Helo. Okay. Das geht. Schön und gut.
Ich krieg dich down. Really? Really? Are you joking? So viel zu der Logik von der Speedrunner, die dann so, ja, und hält sich nicht mehr, wenn es zu dir steht. Ne, ich schon ein Item-Kombo gerade benutzt gehabt. Einfach das heißt, der richtige Punkt, den Partner zu beschützen bei dem Angriff. Wir wahrscheinlich hätten sich geheilt, weil ich Items benutzt habe. Dann hätte ich, wenn ich richtig alles hätte sollte machen, mein, Last-Items dann ja noch für die Last-Phase abspannen, also wenn ich hier noch down kriege. Ah, oh, mein Sprung ist fort. Gut, dass ich keinen Sprung brauche. Wahrscheinlich schon ist da ein kleiner Misshabit. Oder falsch am Kopf. Ja, auf jeden Fall hier wird das Argument da. Nächsten Tor ist den da und sich nicht nachgehält. Really? Ah, come on! Du willst wirklich mich nur noch ein bisschen trollen. Wer ein bisschen den Kampf kennt, die weiß, dass es am Funk nicht so oft geschieht. Ah, nicht dort, das ist wirklich Schuss nach BS. Für von allem ist schon nicht präpariert, für mit mehr Blütenpunkte zu kommen. Er hat normalerweise nur der Calculations, wer das bei mir war, zu stürgen. Bon, ich kann auch natürlich noch eine Oni probieren. Nee, mir fährt Damage fehlen. Wenn es da hoffen ist, dass ein nicht viel weiter mir hilft, weil sonst gehen mir Blütenpunkte aus, die ich extra alles fertig kalkuliert habe. Ich kann es dreimal noch machen. Na, das ist nämlich viel. An hier ist am Anfang auch so gut wie fort. Wir will wirklich nicht gerne verlieren. Wir hätten sich selber verkackt, wenn er mich geheilt hat. Ja, ich kriege auch meinen Hummer zurück, meinen Sprung zurück, den ich nie gebraucht habe für diese Fight. Und das Wort macht er. Ananas down! Oh, nee. Er hat mich besiegt. Schon Rem. Immer besiegt er mich. Und das Jahr war auch schon besiegbar. Und trotzdem hat er mich besiegt. Verdammt. Oh, wir holen also Sternenstab drin. Eine Stunde Sternstadt zurückerobert. Oh Mario. Mario, ich wusste, dass du mich gibst retten. Merci Mario. Oh oh, fängt uns zu rütteln, das ist nie gut. Oh, eine Explosion ist schon definitiv nicht. Wait, ist sie wackelig? Was ist los, hey? Das war nicht der von meinem Plan. Von meinem Plan. Yo, Kimmy Cooper, was soll das Spiel werden? Boah, das Kampf mit Mario war so heftig, dass meine Maschine ein wenig Schild erlitten hat. Tja, eigentlich ist er komplett am Ehemann und die gesamte Energie geht an der Festung umgelegt. Das mal nicht, ihr statt sonst mussten wir so viel, sowohl das Festung. Sowohl Erfestung als auch das Platz wird gleich an Blut flecken. Wir sollten fortlaufen, mein Base Kinnig. Wir haben keine Ruhe. Was? Bist du sicher? Das ist das größte Problem. Du bist jetzt verschwunden. Hey? And he's flying to the moon. Kepper. Rip aus Dursing Festung, die wirklich aber auch vom Ausgesehen zwar wirklich mega interessant gemacht ist.
zwar immer noch im klassischen Clownsgesicht. Wer ihr? Oh no. Das war doch mal zehn Mörder Festung. Mit glücklicher Weise schloss es immer noch okay. So wie mir. Wir gehen jetzt zurück bei Eis Schloss, das mal noch gerät tun. Jo, da ist der Stabzweck. Oh Mario, es soll dir mehr sein. Du hast gepackt, du hast als wertvolle Sternenstab zurückgebracht. Es soll dir mehr sein, aus ganzem Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Frieden auch immer neues Welt zu bringen. Da können wir endlich nächstes All Wünsche erfüllen. Ja, das könnt ihr. Davon wir machen dann am nächsten Part. Dann der komplette Schluss ist mit den Credits. Bis dann und ciao.